Was macht die? Du bist super cool und so, ne? Ja, Mann! Da stehe ich mit meinem Namen für, dass ich einfach High Quality mag. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Aua! Moin Leute! Warte mal. What the f? Ja Leute, nachdem wir uns das letzte Mal in diesen absoluten Fiebertraum, der sich Garten auf Bahnbahn 1 nennt, gestürzt haben, werfen wir uns nun in die erweiterte Pro Max Lite Version davon, nämlich Garten auf Bahnbahn 2. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Wenn ihr allerdings Bock habt, dass ich auch den dritten Teil noch spiele, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann jetzt viel Spaß. Ja. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück bei Garten of Dumm Dumm, weil manche Sachen in diesem Spiel, die kann ich mir einfach nicht mehr erklären. So wie zum Beispiel auch das hier. Da stehe ich mit meinem Namen für, dass ich einfach High Quality mag. Dafür stehe ich mit meinem Namen. The Spider is real and it's coming. That's the sound of the police. Warum bist du dort unten? Los! Oh, der Countdown geht mir so auf den Sack. Es geht mir alles so auf den Sack. Oh ja, oh nein, nep, nep. Oh, oh nein. Oh, oh, Leute, oh, oh. Oh oh, nap nap. Oh oh, oh nein. Nap nap. Bam 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 bam. Alter, kurz einen Schlaganfall bekommen. So. What the Sigma? Ach, Alter, der Haar. Das Voice Acting. Ich habe keine Ahnung, warum die Frames so droppen, aber ich muss sagen, dieses Spiel, also klar, es wundert mich nicht. Natürlich wundert es mich nicht. Warum sollte es mich auch wundern? Was macht die? Warum sollte es mich auch wundern in diesem Spiel, dass es leckt? Ach so, ja, ja, danke für die Lichter. Die hätte ich vorher tatsächlich nicht gesehen, wenn du die... Ich finde dieses Spiel einfach nur lächerlich. Weißt du, viele Leute beschweren sich halt so über Garten auf Bahnbahn. Es ist so nix-sagend. Es ist nicht schlecht. Es ist damals, was wir an Mascot Horror Games hatten, zu der Zeit, als Garten auf Bahnbahn eben Peak war, 2023, Januar, Februar so. Und da, zu der Zeit, war es das schlechteste Mascot-Horror-Game zu der Zeit eben. Aber jetzt gibt es noch viel schlechtere Games, muss man einfach ganz ehrlich sagen. Es gibt Musi, dieses komische was auch immer Ding. Es gibt 1000 verschiedene Mascot-Horror-Games heutzutage, die viel, viel schlechter sind als Garten auf Bahnbahn. Und Garten auf Bahnbahn war halt einfach, wurde sehr viel gehatet, weil es einfach zu der Zeit das schlechteste war, was halt existiert hat. Aber jetzt gerade ist es aktuell definitiv nicht mehr das schlechteste. Klar, es sieht alles irgendwie Müll aus und so, aber es macht wenigstens Fun. Ich muss sagen, Garten auf Bahnbahn-Spiele machen wirklich Fun, im Gegensatz zu vielen anderen Spielen. Schöne Polygons hast du da. Du hast auch sehr viele, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Gut, jetzt haben wir eine Rakete, jetzt ballern wir hier dem Großen mal ordentlich ins Auge rein. Gut, dann haben wir die Sektion auch geschafft. War super spannend, wirklich. Es war wirklich die pure Spannung, Leute. Der pure Spaß. Super. Absolut spaßig. Echt super. Diese unendlich langen Hallways. Ich krieg die Krise. Gut, ja, dann machen wir mal... Komm jetzt her, ey. Reich mir langsam mit dir. Ja, du gehst mir langsam ziemlich auf den Sack. Ist dir bewusst, ne? Ist dir bewusst. So. So. So.
Hi, Peter Bird. Du siehst super gut aus. Nee, du siehst richtig scheiße aus. Du bist ganz schnell, ne? Ja, ja. Bist super cool und so, ne? Da hab ich mal eben ein bisschen gefettfingert mit meinem Knopf da. So, hallo. Mev! Sag mal, kann ich mich mal auf meinen Stuhl setzen? Nein. My life! Please save a friend, he's getting bullied over there. Hallo! Hi! What am I saying? Not as hard as me! Ja, Mann! Oh, shut up, Banan! Shut the window! Oh, shut your bitch ass up. Check out my new shoes. They're the brand new. Don't snitch on me skipping and I'll give some gum. Ich hab dir gleich einen Korb. Ah, versteht er? Versteht er? Wegen, setz die hier. Wer bist du denn? Ja! Yeah! Komm her! Ja! Och, nicht du! What are you doing? Aber das juckt die nicht, ne? Das juckt die nicht, wenn ich mich hier umgucke und so mache, ne? Das juckt die nicht. Aber wenn ich laufe, das geht nicht. Das ist doof, das geht nicht. Das geht aber absolut nicht. Okay. Ich hasse dieses Rätsel. Was? Ach, Junge. Du wolltest mich doch verarschen. Ja, und natürlich ist dieses Minigame mit der Tür verbunden. Was auch sonst eigentlich. Also, warum sollte es das halt auch nicht so? Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Ich halte das alles nicht mehr aus. Wisst ihr was? Ich werde mich gar nicht drüber aufregen. Gut, Leute, lieber Faith, hätte ich den verkackt, wäre ich sauer gewesen. Aber ich habe den noch nie verkackt. Ja, kein einziges Mal habe ich den verkackt. Also. Almost there. Ich finde es auch cool, wie dieser Elevator wirklich nur losfährt, wenn ich hier hingehe. Man kann hinter die Türen gucken und sieht, dass da out of bounds ist. Oh, es ist so dumm. Ach, wirklich. Leute, wenn ihr nicht in solchen Situationen landen wollt wie ich hier, benutzt Kondome. Ja, das ist auch der einzige Walkway, der tatsächlich nicht ins Void führt. Ja, das ist immer awesome auch. Ja, komm, lass mich durch. Ich bin ein Bad Student. Die kommt doch gar nicht. Ah doch. Schade. Hätte mir gewünscht, dass sie nicht kommt. Hätte ich ihre Visage mir nicht anschauen müssen. Ich find's cool, wie der sich durch die halbe Map teleportiert und wie man das auch noch sieht, dass er da noch rein teleportiert wird. Ich finde das awesome. Ich finde das einfach manchmal so, weißt du, solche Quality erwünscht man sich halt auch von solchen Games halt. Sowas erwünscht man sich halt. Sowas finde ich halt auch immer super cool. Weißt du, sowas, da stehe ich immer drauf. Das ist genau mein Fall, Leute. So richtig scheiße, dreckig, kacke. Aua! Soll ich zu der Szene eigentlich was sagen jetzt? Soll ich dazu was sagen? Ach, wo wir gerade von Kondomen geredet haben? Das glaubt ihr doch selber nicht, Leute, oder? No matter what to do, no... Oh. Hi. Ich finde dieses Spiel so awesome. Ich finde es wirklich... Es ist so dumm, Leute. Es ist so dumm. Garten of Bahnmann 3. Leute, wenn ihr wollt, dass ich Garten of Bahnmann 3 spiele, dann ist das so.